楽しめそうじゃん。Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Street Fighter 6 Video. Ja, wir machen hier mit Chun-Li einen Arcade-Bahn. Das wird auch erstmal vorerst der letzte Arcade-Bahn sein, weil ich Chun-Li sehr cool hier finde. Der hat definitiv eines der 10 von 10 Outfits. Also wirklich, die haben da sich wirklich Gedanken gemacht, wie man Chun-Li reifer wirken lässt. Wirklich cool. Auf jeden Fall wollen wir wissen, was die Story auch hinter Chun-Li ist. Ich kann Chun-Li ein bisschen Standard spielen. Sie macht mir wirklich Spaß. Aber wie gesagt, nur so ein bisschen To-Go-Charakter. Aber Gott, die macht Spaß. Haben sie wirklich cool gemacht, ja. Chun-Li. Oh. As an Interpol agent, I spent many years in pursuit of the leader of the Shadaloo Syndicate, a man named M. Bison. Ach. But thanks to the assistance of numerous great martial artists, Shadaloo was destroyed, and M. Bison was defeated for good. Ja, da haben wir nochmal die Bestätigung, Shadaloo is no more. For now, I'm on a sabbatical from work. I've been spending my time teaching Kung Fu in the city. Ah ja. Sabbatical or not, a martial artist is always on active duty. I mustn't neglect my daily training. Okay. USA. Oh, Luke, was ist los? Silvio. Let me have some fun. Yep. Warte. Oh, ich kann's! Geil! Come on! An Sancho! Ja, das ist eigentlich auch Chun-Li's Move. Oh, come on! Gurken! Oh Mann ey, Chun-Li haben die wirklich cool gemacht. Ich würde auch so, sogar für mich persönlich sagen, die beste. Du kleines Girl. Das ist so cool! Chun-Li ist so gut! Macht das Spaß! Perfect KO! Chun-Li wins. Ist ja unfassbar. Ja, klar, Chun-Li, dass Lily dich an einen Krieger erinnert. Kimberly. Aber wirklich, Kimberly ist mega geil, diesmal. Das muss ich zugeben.
Und wie sie da noch steht. Ah, herrlich. Herrlich. Geil, das geht. Aber ich will mal gleich was versuchen. USA. Hey, Auto, was geht? Machen wir dich kaputt? Make it a scrap. Yeah! Ich glaube, mehr ging's schon nicht mehr fast. Aber ja. Aber ja. Ah, schöne Arena. Hey, hallo. Los, komm. Da. Und eine Mülltür. Oh, Gimme. Hey Kelly, was geht? Was? Ach, Cammy. Das war nicht schlau. Mach mich alle. Tja, endlich mal der Kikosho, der gut funktioniert. Geile Pose. Gefällt mir. Das war gut.
Ah, oh, gut reagiert, Cammy. Right. Who's next? Genau, let's go. Puh, mein Plan ging auf. DJ! Hey DJ, was geht? Ein Dialog, der eigentlich nur für Yuri bestimmt ist, aber auch gut. Das geht! Ah. Bomb. Chun-Li wins. Man kann ja diese Turbo-Beine in der Luft ja noch in die Ex machen, ne? Ah, hätte ich machen sollen. Ah. USA. Chun. Boah. Basketball. Was soll ich damit? Okay, let's go, baby. Aua. Ah. Es wird sogar gezeigt, wie du einen Perfect parryst. Ich glaube, wenn du Perfect parryst, kriegst du sogar einen extra Punkt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Boy. Das ist krass, glaube ich. Weil diese rote 1, die habe ich bisher. Ich habe bisher nicht drauf geachtet. Ah, Rio. Hey, Rio. Was geht? Let's go, baby! Gute Sachen hat sie, ey. Lee-chan. Ah, es ist so schön mit ihr. Die ist super dynamisch. Ah! Gefällt mir. Gefällt mir, gefällt mir.
Marisa! Das wird schwer. Denke ich mal. Let's go! Hammer! Hammer, Hammer, Hammer! Da unterschätze ich echt die Reichweite von Marisa. Alter! Oh! Pankratzgriff! Meiner war zuerst. Oh, ist schwierig. Wirklich schwierig. Homo Beine in die Fresse! Das war jetzt nicht schlau. Also, das war jetzt nicht sonderlich, ja, dynamisch, aber was soll man machen? Dalsim! Hey! Hey Dalsim, was geht? Let's go! Du machst mich arm! Geil, Sim. Das war gut! Das war gut. Wow, Yoga. Der kann das sofort verbinden, Alter. Hammer. Gut Druck gemacht. Ich glaube, mit dem Leichten kann ich das besser verbinden, aber wie gesagt, ich spiele Chun-Li nur zum Spaß. Boom, Kikosho, ey, das geht mit dem Kick noch. Wow.
Wirklich, wirklich geil. Okay. Dir gegenüber zu stehen ist eine eher Meditation als Training. Okay. Judy. Judy Han, klar. How about you stop sneaking around? Show yourself, Judy Han. Well, look at that. I heard rumors you'd retired. But I guess your senses are still working at least. Did you honestly think you would go unnoticed? Stealth has never been your specialty. Don't I know it? How about we do something a little more my speed then? Oh hell yeah! That's the stuff! I was worried you'd be losing your touch! Your concern is touching. Well, are we done here? Damn, what's your rush? Just thought I'd give you a little warning is all. If you think now the big bad's dead, this whole thing's over, think again. What exactly do you mean? If you really want to know, you're gonna have to beat it out of me. Tja. Let's go. Ventro kicks. Das ist nicht gut. Und da kommen jetzt die nicht vorhandenen Chun-Li Skills. Weg damit! Ja. Wenn du es nicht verstehst, wirst du es nie verstehen. Das ist wirklich sehr direkt und sehr gut. Ja, wie gesagt, wenn ich das Gefühl mit Chun-Li besser hätte, dann ja, hast du keine Rache geübt, du solltest sie nicht ewig an dir zehren lassen. Ja, es ist mir nicht mehr gelungen. Even after Bison's death, if there's any chance of something still lurking in the shadows, I have no choice but to uncover the truth. I guess I really am a workaholic. Ja, Chun-Li, das bist du. Okay, was haben wir freigeschaltet? Bitte, bitte. Congratulations. Azur-Tritte. Ja, für die Champion Edition neues Render-Artwork für Street Fighter 5. Wow. Cammy. Pin. Geil, Alter. Okay, cool. Ist schon lustig. Ah ja, Special Outfit von Bangus für Street Fighter 5. Zu der ersten Season, glaube ich. Ja, Blanka von Street Fighter 5. Oh, das Original VHS-Cover von zu Street Fighter 2 The Movie. Ja.
Oder beziehungsweise das Kinoposter. Das war auch im Super Street Fighter 2 oder Alpha drin. Ich weiß es nicht mehr. Da wird mich irgendeiner korrigieren in den Kommentaren. Aber irgendwo konnte man das verpixelt erkennen. Also auf jeden Fall eines der besten Street Fighter Filmadoptionen überhaupt. Bis heute noch. Alles klar. So, meine Damen und Herren, dann wäre es das erstmal von meiner Seite aus mit den Arcade Runs. Ja, es werden jetzt erstmal ein paar Fight Nights noch folgen, was Street Fighter 6 angeht. Und dann werde ich bald in die Sommerpause gehen, aber das werde ich dann in dem entsprechenden Video ankündigen. Alles klar, wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst ein Like da und einen Kommentar. Und wenn euch nicht nur mein Street Fighter 6 Zeug oder gar Fighting Stage Zeug gefällt, hinterlasst ein Abo da und klingelt dann die Glocke, damit ihr absolut nichts verpasst. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns dort wieder, wo der Kampf am meisten schmerzt. Und zwar auf der Straße. Bye bye!